auch keine große Überraschung, dass Sandra das komplette Spiel wieder manipuliert. Die will einfach nicht, die will nicht zuhören, die will nicht spielen, die will gar nichts hier. Also ich glaube, Sandra, ja, weiß ich nicht, hat das mit dem Spiel vielleicht nicht so ernst genommen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Are You The One Reality Stars in Love Reaction hier auf diesem Kanal, heute zu Folge Nummer 21 und damit dem großen Finale. Ich sag euch ehrlich, es war mir selbst gar nicht bewusst, also ich bin hier gerade raufgegangen, dann dachte ich mir so, warum ist da nur eine Folge? Normalerweise sind ja immer zwei da und ja, dann ist mir natürlich gekommen, das muss wohl das Finale sein. Bedeutet, nach dieser Folge ist Schluss, Freunde. Dann war's das. Und ich glaube, so schlimm ist es eigentlich gar nicht mal. Denn ab November, ich bin mir nicht ganz sicher, ab wann genau, aber dann kommen eigentlich wöchentlich zwei Folgen vom Sommerhaus. Und Bachelor in Paradise müsste auch wieder starten. Also, ja, ich sag mal, genug Content gibt's auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch bald wieder eine normale Are You The One Staffel. Also, so lange dürfte es auch nicht dauern. Deswegen, glaube ich, können wir das verkraften, Freunde. Die ganze Folge hiervon gibt's natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und damit... Let's go. Okay. Ja, also Elia, glaube ich, das fünfte Mal jetzt in der Matchbox. Könnte auch erklären, warum man so wenig von ihm gesehen hat, ne? Ich glaube, der war einfach mehr in der Matchbox als irgendwo anders. Was denkt ihr, Leute, waren heute die Richtigen auf dem Date? Ja. Naja. Es gäbe bessere. Naja. Es gäbe bessere. Welches Pärchen wäre wichtiger gewesen? Steffen und Sandra. Danke. Sabrina, du warst auch der Meinung, Steffen und Sandra? Ja, absolut. Ich fand ihre Einschätzung halt nicht so realistisch, aber das weiß ich schon. Ich glaube, Sabrina sucht bei jedem irgendwie so einen kleinen Punkt, wo sie etwas zum Reden hat, wo sie sich beweisen kann, dass sie irgendwie schlauer ist und so. Naja, da haben wir dann aber nicht viel von gesehen. Also, ich sag mal so, Jenny hat es auf jeden Fall mal getroffen, Sandra auch. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht. Also, ich glaube eher, Sandra gefällt es einfach nicht, weil die halt seit letztem Mal alle auf ihr rumhacken. Na, ich habe mich einfach vertan. Ich dachte, er kann es besser. Sabrina, glaubst du den Schmu? Nein, glaube ich nicht. Ich habe nichts zerstört, was das Ganze angeht. Die können immer noch rechnen. Also von daher sollen sie mich ein Spiel von der Seite ankacken, habe ich mich gar keine Lust drauf. Man weiß ja, sei schlau, stell dich dumm, ist eine bekannte Methode, die sie gern anwendet. Hat sie mir auch gesagt, von dem her glaube ich ihr das nicht, nein. Ich kann gerne mal mit schlau anfangen. Auch keine große Überraschung, dass Sandra das komplette Spiel wieder manipuliert. Die will einfach nicht, die will nicht zuhören, die will nicht spielen, die will gar nichts hier. Ja, ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch keine der Fragen auf dem Anmeldebogen, ob man denn eigentlich vorhat, da zu gewinnen. Ja, also... Vielleicht sollten die das mal einführen. Ich glaube leider nicht, dass sie ein Match sind. Also es wäre natürlich krass, ne, wenn wir so kurz vor der finalen Matching Night noch ein Perfect Match finden würden. Aber ich, also irgendwie glaube ich nicht dran. Oha, was? Ey, das ist ja richtig heftig. Also überlegt euch auch mal, dafür, dass wir wirklich am Anfang nie ein Match gefunden haben. Also haben wir jetzt, glaube ich, in... In vier Matchbox-Entscheidungen drei Perfect Matches gefunden? Wir haben es heute geschafft, das Spiel für uns zu entscheiden, haben da Vollgas gegeben und dementsprechend auch, ja, gehen wir da als verdienter Sieger vom Platz. Also wenn Steffen hier nach keine Trainerposition irgendwo im Fußball bekommt, dann weiß ich aber auch nicht. Wobei, ich glaube, damit sieht es doch schlecht aus, denn er ist nämlich bei Bachelor in Paradise dabei. Fällt mir gerade mal so ein. Finde ich gut. Also ich glaube, das kann wieder witzig werden mit ihm. Ich bin ja Teasy näher gekommen, aber irgendwie ist natürlich noch das Ganze mit Steffi in seinem Kopf. Es macht für mich keinen Sinn, daran zu glauben, wenn du danach mit jemand anders hast. Du hast ja zu mir gesagt, dass du zwei Karten offen hast. Ich habe keine zwei Karten offen, das sage ich immer wieder. Was hast du denn dann? Ich habe eigentlich eine Karte. Du, Steffi. Ja. Du. Meine ich ja, aber warum soll ich dann
Loyalität gegenüber jemandem zeigen, der mich noch nicht mal als Karte sieht. Natürlich werde ich nicht die zweite Geige spielen und guck mal, was er so draußen macht. Und dann geht er erstmal zu Steffi und wenn das nicht klappt, kommt er mal zu mir. Also so mache ich das auf jeden Fall nicht. Ich meine, selbstverständlich fährt man ja nicht den Smart Probe, um dann auf den Ferrari zu wechseln. Oder? Macht doch keinen Sinn. Ich bin mal wirklich gespannt, ob irgendein Couple dann sich wirklich bilden konnte draußen. Also irgendwie glaube ich ja nicht so ganz dran. Gab es nicht bei Are You The One eigentlich früher auch immer ein Wiedersehen? Ich glaube schon, oder? Nur bei der letzten normalen Staffel hatten wir nämlich keines. Ja, keine Ahnung, könnt ihr gerne mal kommentieren. Wobei es natürlich eigentlich dümmer wäre, den Ferrari Probe zu fahren und dann auf den Smart zu wechseln. Fabio, ich und Max haben noch was vor hier. Ja, mit dem Max ist es so, er tut mir einfach so, so gut. Er ist so ein toller Mensch und weiß ich, der sorgt sich so um mich. Der Untertitel wieder. Also Bum Bum gab es auf jeden Fall nicht bei den beiden. Und Max erzählt, glaube ich, gerade irgendwas davon, dass sie sich weiter kennenlernen wollen. Wollen, dass das vielleicht ganz gut ist, wenn wir nicht jetzt hier irgendwie miteinander schlafen. Ist, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung gewesen. Ich hätte niemals gedacht, dass es so krass wird. Ich habe hier Freunde fürs Leben gefunden. Jeden Einzelnen werde ich hier vermissen und alles, was ich mit ihnen erlebt habe. Außer Jenny. Heute Abend werden wir ein Feuerwerk erleben. Warum? Wenn wir gewinnen, das Feuerwerk. Ah. Wir haben jetzt nicht die überkrasse mathematische Intelligenz, so, aber wir haben den Steffen am Start. Ey, ich feiere das einfach, wie Steffen so hier der, wie soll man sagen, der Trainer einfach ist hierbei. Er macht die Taktik, so ist es einfach wirklich. Ja, unser Steffen ist natürlich unser Mann, das ist das Sprachrohr hier. Wir haben 3 Perfect Matches herausgefunden. Wir haben ein komplettes Blackout, das heißt, da sind schon einige Kombinationen, wo man weiß, okay. Also ich sag euch ehrlich, das Blackout war sehr wichtig. Also 3 Perfect Matches und ein Blackout, da sind schon ein paar Erkenntnisse auf jeden Fall dabei. Also ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, die Kunst besteht darin, einmal Blackout zu haben und einmal zu verkaufen im besten Fall, um wieder ein bisschen Geld reinzuholen. So, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg eigentlich. Und dann muss wirklich pro Nacht geschaut werden, wer saß neben wem, wie viele Lichter sind dabei angegangen. Also ich hoffe, die können sich noch dran erinnern. Aus einer solchen Nacht ausgeschlossen werden. Wir haben jetzt durch das Perfect Match, was wir gestern noch aus der Matchbox-Entscheidung gefunden haben, einen sehr, sehr großen Step nach vorne gemacht. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Jeder bekommt einen Gegenstand. Und wir werden jede Nacht mit diesem jeweiligen Gegenstand einmal simulieren. Erste Konstellation hinlegen. Mit wem saßt du? Mir. Marie, gell? Mit dir, oder? Dann lockt euch mal ein, bitte. Du saßt mit Marie und deswegen legt sie jetzt dazu ihr Bändchen. Sandra, erste Nacht ja. Mit Paco. Wer ist das? Tizi und Steffi. Tizi und Steffi? Ja. No Match. Steffen, Pauline. Lass mich stehen, wissen wir nicht. Elia und ich. No match. No match. No match. Emanuel und ich, no match. Und so gehen wir jetzt jede Nacht durch. Ja, da hast du lange saßen. Ich hab's eben, Max. Paco? Ich weiß es einfach nicht. Wer saß mit Paco zweite Nacht? Das war doch ich, oder nicht? Ich war mal bei der zweiten Matching Night, da war ich mir nicht so sicher. Wie viele Lichter hatten wir in der zweiten Nacht? Zwei. Aber schon mal, merkt ihr selber? Ja. Weiter. Dritte Nacht. Okay, Fabio. Kann jeder zuhören, bitte? Passt, wir haben's. Ich hätte es nochmal überprüft. Haben wir alle anderen Sachen ausgeschlossen und es ist nichts. Bist du sicher, dass es keine anderen Varianten gibt? Ja, wir haben alles ausgeschlossen. Du wirst nicht hundertprozentig zusammenrechnen können. Du musst nach Ausschlusskriterien. Willst du nach Ausschlusskriterien? Ja, aber ich sage nur, wenn man was tauschen könnte, müsste man das auch wissen. Sonst haben wir irgendwas falsch getauscht. Da so viele unsicher waren, wo sie gesessen sind, war ich so gefordert einfach und wollte doch zur Sicherheit nochmal einen Doppelcheck machen. Ich finde einfach, wir sind jetzt da 3 Wochen gewesen, ich hätte Doppelcheck gemacht. Aber wenn ihr es nicht wollt, machen wir es auch nicht. Gibt es noch eine andere Alternative, dass es auch aufgeht? Das meint er, glaube ich. Ich bin mir halt noch nicht so sicher, ob es nicht noch andere Lösungen gegeben hätte. Ja, wenn uns jetzt ein Fehler passiert ist bei der Berechnung, dann haben wir heute bei der letzten Matching Night natürlich keine 10 Lichter, gewinne auch nicht die 180.000 Euro, wäre scheiße. Also ich vertraue unserem Coach. Ich auch. Ey, unser Ritual, oder? Yeah. Yeah.
Ich blende euch mal ein, woran ich da denken muss. Ich bin gespannt, ne, ob das am Ende aufgeht. Also ich denke schon, einfach wie gesagt, weil wir bis jetzt noch nie eine Staffel hatten, wo die es nicht geschafft haben. Und es wäre wirklich mal interessant, ob es mal eine geben wird, in der die es nicht schaffen. Aber gut, ich meine, wir werden es ja sehen. Der letzte Tag jetzt, ja, das ist schon gemischte Gefühle, würde ich sagen. Ja, mit mir und Paco, das ist so eine Sache. Aktuell ist es einfach nur so, dass wir uns mögen. Oh. Du bist voll verliebt. Alles gut. Das stimmt ja überhaupt nicht. Schwester? Toll. Schwester? Alles cool bei dir. Natürlich bei dir. Ja, genau. Ich bin auch immer so ein bisschen verschlossen. Ich denke, da habe ich so ein inneres Kind. So eine kleine Baustelle. Die muss ich mal ein bisschen ernst nehmen, so. Wieso willst du mich jetzt umarmen? Ja, auch eine Schwester muss ich umarmen. So. Und auch küssen. Also ich glaube, er befindet sich da doch eher in der Stiefschwester-Kategorie. Wir hoffen natürlich, dass jeder die richtige Person wählen wird und wir die Kohle mit nach Hause nehmen. Stellt euch mal vor, Sandra denkt sich jetzt so. Nee, das von der Aufstellung ist gar nicht mein Perfect Match. Ich wäre lieber jemand anderen. Willkommen zur finalen Matching Night von Are You The One? Reality Stars in Love. Diese Nacht entscheidet auch, wer diesen letzten Kampf der Reality Stars gewinnt. Die Guten oder die Bösen? Denn mit jeder Challenge wurde deutlicher, dass hier nicht alle für das Team spielen. Sandra. Ja, ich hätte sie gerade fast gar nicht erkannt. Jeder Matchbox-Entscheidung wurde sichtbarer, dass hier nicht jeder sein Perfect Match finden will. Sandra. Und mit jeder Matching Night wurde fraglicher, ob der große Zahltag wirklich kommt. Ich würde jetzt an Sophias Stelle fragen, und Sandra, fühlst du dich angesprochen? Aber Gott sei Dank gibt es auch in dieser Staffel wieder diesen einen Menschen, diesen einen Denker und Macher, der schafft alle, um sich zu versammeln, der das Ding in die Hand nimmt. Und das meine ich ausnahmsweise mal nicht doppeldeutig. Steffen, du bist für mich der heimliche Held dieser Staffel. Und der Anfang vom Ende macht Shakira. Heavy. Heute wählen die Frauen. Ich dachte mir auch kurz so, hä? Jetzt stellt euch mal vor, die hätten sich nicht gemerkt, wer sie wählen wird heute und wissen jetzt nicht, wen sie wählen sollen. Stellt euch mal vor, ihr wisst doch ganz genau, was ich sagen möchte, oder? Stellt euch mal vor, Sandra verwechselt jetzt einfach jemanden. Ich habe gesagt, stell dir vor. Dann gucken wir mal, wer sich heute in der finalen Matching Night mit wem eingeloggt hat. Als erstes haben wir Shakira mit Marvin. Marvin, gestern hast du ja mit Shakira übers Heiraten geredet, ne? Ja. Und jetzt auf einmal doch gar nichts Ernstes mehr? Ja, eher weniger, ne? Eher weniger, aber eher warum? Weniger. Hat doch so schön gepasst. Heute sagt er so, morgen sagt er so. Bei ihm ist immer. Ja, aber du ja auch. Was nein, war's? Nein. Von Anfang an wollte ich immer nur ihn. Und jetzt? Jetzt will ich ihn nicht mehr. Sabrina wählt heute wieder Mike, Kim, TC. Wenn eine hier zu allem eine Meinung hatte, dann ist das wer? Das bin ich dann wahrscheinlich. Genau. Ja, ich möchte ja eigentlich nur ungern vergessen werden. Also, Sophia, was ist denn da los? Und gibt's hier irgendjemanden von den Karpalken, den du nicht wiedersehen möchtest? Vielleicht eher so eine Sandra, ne? Da kommt nicht so viel für mich. Es durfte nicht fehlen. Seht ihr den Gesichtsausdruck? Die denkt sich auch einfach nur so, ey, gar keinen Bock mehr hier rauf. Und das war's auch. Das war's auch, okay. Hey Sandra, nimm's dich persönlich. Ja? Ist gar kein Problem. Beruht auf Gegenseitigkeit. Marie lockt sich mit Fabio ein. Wie war deine Zeit bei Aito? Gut, auf jeden Fall. Ja? Sehr, sehr viele Erfahrungen mitnehmen dürfen. Mhm. Menschen kennenlernen dürfen. Mhm. Und will's nie mehr missen wollen, auf jeden Fall. Ich glaube, auch wenn die wieder zu Hause sind, haben die hiernach alle einen Kaufvertrag für einen Staubsauger im Briefkasten. Sandra wählt heute Steffen. Sandra, du gehörst ja auch zu denen, die öfters den Groll der Gruppe gespürt hat, ne? Ja, habe ich. Auch gestern nach der Challenge, ne?
Ja, ich habe halt leider mich ein bisschen falsch eingeschätzt oder beziehungsweise den Steffen falsch eingeschätzt. Steffen, du meintest ja nach dem Spiel über Sandra, so hohl ist keiner. Wow. Das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, Sandra, ja, weiß ich nicht, hat das mit dem Spiel vielleicht nicht so ernst genommen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Kim, du meintest ja, dass sie Sandra eigentlich ihren Anteil an Peter abdrücken müsste, ne? Stimmt. Ja. Das war mein Spruch. Peter hat auf jeden Fall alles gegeben, ne? Und dann denke ich mir auch, sollte demjenigen das Geld zustehen, der auch hier ein bisschen was geleistet hat. Und bei ihr weiß ich halt manchmal nicht, ob da oben irgendwas gerade rattert. Okay, nur weil du irgendwie hier jeden anleckst, was du machen willst, heißt das, dass ich hier nichts gemacht habe, oder was? Shaming, Baby. Ha? Schlechte Antwort. Versuch's ja nochmal. Nee, mit dir brauche ich gar nicht mehr reden. Ich habe das Spiel schon verstanden und meine Art gemacht. Bin halt keine Mitläuferin. Das ist ja das Problem, wir sind halt ein Team, ne? Solche Entscheidungen, die bei dir manchmal getroffen wurden, können halt am Ende des Tages ausschlaggebend sein, ob wir die Kohle mitnehmen oder nicht. Sandra, kannst du verstehen, warum die Gruppe mehrfach sauer auf dich war? Ja, ich kann es verstehen, aber für mich ist es halt ein bisschen langweilig gewesen und deswegen dachte ich, dass ich auch mal meine Meinung ein bisschen durchsetze. Und ich habe aber zugehört, es ist nicht so, dass ich dumm bin, aber das kommt eh nicht bei mir an. Ja, also es war langweilig, dann habe ich einfach mein Ding durchgezogen. Genau. Genau. Also, dass die wirklich irgendwie, sag ich mal, hohl ist, das glaube ich auch nicht. Ja, also das denke ich mal eher nicht, sondern ich glaube einfach, sie hat das einfach falsch eingeschätzt. Also, würde ich jetzt mal denken, ne? Ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, das Beste wäre einfach zu sagen, ja, weiß ich selbst nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und ja, fertig. Wen willst du heute, Sandra? Ich sag's euch, wenn ich Sandra wäre, würde ich komplett reinpranken und würde sagen, wer war das nochmal? Wen sollte ich nochmal wählen? Oder einfach so ein Schocker. Also so, ja, weil er mich ja alle für dumm verkauft, habe ich mich dazu entschlossen, mich heute gegen die Gruppe zu stellen. Ich will den Steffen. Scheint der Plan gewesen zu sein. Paulina lockt sich mit Max ein und hätte dann das Doppelmatch mit Peter. Und zu guter Letzt lockt sich Jenny mit Paco ein. Bist du traurig, dass die Zeit jetzt hier vorbei ist oder freust du dich auf draußen, damit du dein Handy wieder kriegen kannst? Jetzt kommt's. Ja, ich warte aber auch drauf, dass ich mein Handy wieder habe. Ja? Mhm. Und wen rufst du dann an? Danilo. Mhm. Und ich erkläre ihm alles. Das wird nichts mehr, glaube ich. Also wirklich, bei denen. Nee. Tizi, da musst du sehr lachen. Warum? Ich muss mich gerade zusammenreißen. Entschuldigung. Max nach Bumbumu fragen, aber dann sagen. Ich bin ja nicht mit Max in den Bumbumu gegangen. Ob du gegangen bist oder nicht, am Ende des Tages hast du gefragt. Stimmt, da war ja was. Du wolltest ja nicht. Ich wollte seine Reaktion sehen darauf. Sie fragen sich, ob diese Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen. Dann natürlich der bekannte Spruch, Freunde. Ein letztes Mal. Alle Lichter sind eingeloggt. Und wir gucken mal, wie viele Lichter angehen. Drei Lichter sind euch bereits sicher. Wie viele Lichter gehen in der finalen Matching Night von Are You The One Reality Stars In Love an? Showtime. 10 Lichter gehören uns. Außerdem habe ich das Geld schon ausgegeben. Ich brauch's. 4 Lichter. Fast schon neuer Rekord tatsächlich. Ich glaube an die Hälfte. Geht da noch das mehr? Das war er, der Rekord. 6. 7. Ey, da geht's ja richtig schnell heute, ne? Ich dachte schon, wir sitzen jetzt hier so auf 10 Minuten gestreckt oder so. Ja! Stimmt, ne? Das Ding ist, wenn das nächste Licht angeht, dann muss doch das letzte auch angehen. Ja, genau so ist es. Solltet ihr erneutes Perfect Match gefunden haben, erklärt sich das von alleine, dass das 10. auch leuchtet. Sag ansonsten ich ja. Oh, das klingt so spannend, ich kann nicht mehr. Ja, geil. Damit sind wir durch hier, Freunde. Das war's mit der finalen Folge. Freut mich natürlich, dass sie es geschafft haben. Haben die auf jeden Fall verdient. Und mal gucken, ob Peter hier was von der Kohle abbekommt oder nicht. Nee. Wobei, der hat das, glaube ich, sogar schon gespoilert. Stimmt, der meinte schon, dass ihm, auch wenn er dann meinte, ja, das war gar nicht auf das finale Geld bezogen und so, sondern weil ihm die
Gage verloren gegangen ist, teilweise, weil er früher raus musste. Also das wäre mir neu, dass dann die anderen Kandidaten dafür aufkommen. Bin ich mir sicher, die haben ihm einfach was vom Gewinn abgegeben. Und ja, ich hoffe, es gibt vielleicht doch ein Wiedersehen. Keine Ahnung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst Like und Abo da und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.